Ja, ich würde mir natürlich auch um Freund Sorgen machen, wenn er so Sachen sagt, aber kommt halt vor, ne? Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Typen. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Okay. Ich dachte, wir könnten Auto fahren. Aber dann halt nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen lebend an. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder ein bisschen Action hier, ne? Für die Leute, die sich leicht gruseln. Ja, das. Wow. Ja, für die Leute, die sich leicht gruseln. Ach, ich mag ja die Atmosphäre von diesem Spiel so sehr. Ab in die Hütte. Hier haben wir wieder ein Radio. Bisschen Revolvermunition. Ah, die anderen Waffen sind wieder weg. Schade. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Wer sagt, dass es ein Kompliment war? Machen wir das Licht aus, damit der Nächste, der hier reinkommt, von einem Besessenen überrascht wird. So nett sind wir doch. Ach ja. Ich hoffe, die machen jetzt auch ein Alan Wake 2. Ich hätte Bock drauf. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Add-on dazu fand ich scheiße. Also, American Nightmare. Was zum Teufel? Hatte nicht mehr viel mit dem alten Teil zu tun, dieses Add-on da, American Nightmare, also von daher. Ja, wir gehen ja zum Lover's Peak, aber vorher schauen wir uns hier um. Immer genau umsehen, man weiß ja nie, was man findet. Gut. Noch eine Hütte, die wir erkunden können. Nur sieht diese ein bisschen unheimlicher aus. Und kaputt an mit Raben. Alles klar. Jep, jep, die ist ein bisschen... Können wir hier wieder eine Folge von dieser Twilight Zone Verarsche sehen? Was heißt Verarsche, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ja, viel Spaß. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch
Manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört mich doch zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt. Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knie. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nicht. Vielleicht im Spiegel. Gruselig. Ja, das war wieder eine Folge Night Springs. Night Springs. Ach, ich mag das. Hat immer so eine seltsam trashige Horrorstimmung. Ich höre doch irgendwas. Bevor wir hier lang gehen, sollten wir vielleicht hier lang gehen. Was? Do not feed the wildlife. Okay, hatte ich nicht vor. Ah, da haben wir noch eine Manuskriptseite. Rosie und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Alles klar. Gut, dann wollen wir hier weitergehen. Bisher noch was von der Story mitbekommen, was hier noch passieren wird. Was haben wir hier? Noch eine Manuskriptseite. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Natürlich. Deswegen haben wir das Buch ja geschrieben, ne? Nein, sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber... sowas passiert dann doch, ne? Was haben wir denn hier wieder für einen... Die Vision hatte mich geschwächt. Das war keine Kopfverletzung. Wir waren nochmal Rusty.
Auf jeden Fall komme ich. Oh Gott, Rusty. Ja, ich komme gleich. Ich guck mich hier erstmal um. Ist ein bisschen asozial, aber... Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Du wirst nicht allein sterben, ich werde gleich bei dir sein. Aber erstmal muss ich mich umgucken, sorry. Ich habe kein... war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch Zeit habe, dahin zu gehen. Ich bin da, Rusty. Ich bin hier hinten. Hallo, helfen Sie mir. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich habe den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Er wird doch gleich sterben, ne? Was er getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Einmal. Ganz ruhig. Hund und einmal Rusty. Schauen wir uns hier aber nochmal um. Aber hier ist nichts. Das kann ihnen auch nicht medizinisch helfen. Schade, aber hier waren wir auch schon, also wird hier nichts Neues sein, nehme ich an. Wäre ein bisschen unfair. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Mhm, aber erstmal gucken wir uns hier um. Hier ist da noch eine Thermosflasche. Also immer die Augen aufmachen. Da findet man noch relativ viel. Nicht unbedingt alles, aber man findet genug. So, dann wollen wir mal hier rein, aber gucken wir uns erstmal noch hier um. Ich denke nicht, dass hinter der Hütte irgendwas ist. Nee. Nee, nee. Wir wollen auch Rusty helfen. Er soll ja nicht jetzt leiden. Komm, schließ auf. Haben wir hier irgendwas? Hier ist noch eine Manuskriptseite. Weggelangt denn die Sicherheit? Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Alles klar. Kann man denn das Licht anmachen? Hier können wir erstmal Munition holen, nehme ich an. Und Batterien? Okay. Ich kam zu spät. Oder jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Oh Gott. Rusty! Auf dem Boden waren die Füße gedunkelt. Was zum? Geh zurück, ihr Penner. Komm, geht sterben. Ihr Missgeburten. Der Dunkelheit. Was die? Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Bitte nicht die Tiere füttern.